finde, der Fallout hat größtenteils total unspektakuläre Musik. Also Fallout 4, das Titeltheme läuft ja immer mal in meiner Playlist. Und das erkennt einfach nie jemand und das will schon was heißen. Also ich muss Morrowind halt nicht gespielt haben, um die Morrowind-Musik zu erkennen. Aber selbst Leute, die Fallout 4 gespielt haben, erkennen nicht unbedingt die Titelmusik. Den Treffer werde ich mir gerade mal nochmal extra abspeichern. Bethesda Ruins? Was? Es gibt einen Ort, der Bethesda heißt? Okay. Atmosphäre muss kein Album sein. Nein, ich rede von der Titelmelodie. Ja, und auch die Atmosounds. Also ich gebe dir recht, aber es gibt andere Spiele, wo ich finde, sie haben ja die Atmosounds so hinbekommen, dass du sie trotzdem erkennst. Also in Diablo 2 zum Beispiel erkennst du deutlich eher, auch wenn da auch oft nicht so viel Spannendes in der Musik passiert. Also ich finde, die Fallout 4 Musik ist mir nie negativ aufgefallen, aber sie ist mir halt auch nie aufgefallen. So, den Typ nach vorne will ich noch looten. Ach man, die haben leider alle so viele Nahkampfwaffen, das bringt mir dann nichts. Okay, der hat keine Nahkampfwaffe und ich schieße aber 12 an den. Es gibt einen Ort namens Bethesda in Wales. Ich bin nur verwundert, dass es auch einen Ort namens Bethesda in Fallout 3 gibt. Damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Gibt es in anderen Bethesda-Spielen auch Orte namens Bethesda? Mir bisher nie aufgefallen. Aber ja, dann ist das vielleicht ein normaler Ortsname. So viele Hunting Rifles. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es mir jetzt noch viel länger hier angucken will, weil ich fand, ich wollte eigentlich nur den Punkt auf der Karte geaddet haben, das habe ich jetzt. Damit wir wissen, dass das hier Bethesda heißt.
war dann aber eine ihrer Granaten, aber war ich hab keine Schuld. Oh, Level up. Wird mir ja halt erst nach dem Kampf dann angezeigt. Ursprünglich eine Zisterne in Jerusalem. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall interessanter Name, habe ich nie länger drüber nachgedacht. Mal eben vielleicht was essen. Ach komm! Mann, ey, das gibt's doch nicht. Und die machen unfassbar viel Damage. Einerseits könnte ich die in Ruhe lassen, andererseits ist es vielleicht echt sinnvoll, noch ein bisschen hier rumzuschnetzeln für Erfahrungspunkte, und wir haben ja auch immer mal wieder ein bisschen Munition bei. Da ist anscheinend auch noch ein Ort, wie nicht wahr? Vielleicht dann doch lieber erstmal zu dem. Die eine jetzt noch? Wo waren die denn? Oh, schwierig, schade, dass jetzt das Level Up nicht mehr da ist. Naja, das ist hier Richtung Quest und Richtung neues Gebiet. Ja, mal hier lang. Ich sneak mich mal hier durch. What Christ los? Kann man hier irgendwie reingehen? Christ los Building Reception Area. Okay, wir schauen uns das mal an. Yeah.
Oh Gott, hier sind die Supermutanten drin. Ich habe aber keine Ahnung, wie stark die sind. Vielleicht sind die auch schaffbar? Ach komm, das war doch ein Treffer. Wirklich? Da oben steht noch einer. Ja, ich will erstmal gucken, wie viel Damage die jetzt nehmen, wenn ich auf die schieße. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir das eh laden. Ja, die halten relativ viel aus. Ich lasse mich mal killen und da hat es. Hier würde man schon platt kriegen. Ah, die haben halt dann auch wieder viel Nahkampfwaffen und man findet dann wenig Munition. Buy war bonds today. Na gut, dann geht's weiter Richtung Quest. Da scheint jemand Nettes zu sein, wie das. Wasteland Junkie. What do you need? I can get your fix. Anything you want. Cheap too. Bomben. Ja, ja, ich weiß. Aber manchmal ist es ja so in Spielen, dass sie zwar irgendwie riesengroß und fett sind, aber dann trotzdem nicht viel mehr aushalten als die anderen. Sure, sure, I got it all. Check it out. Und da wollte ich das nochmal testen. Ja. Vielleicht Stimpaks kaufen. Und dafür verkaufe ich ein bisschen Scheiß, den ich nicht brauche. Ja, die Hunting Rifles, die verballere ich wahrscheinlich schon noch. Ja, ich glaube, es passt. Another satisfied. Bye. Bye. Ja, das ist das, was er wollte von mir. Hier kommen wir nicht lang, wir müssen außen rum. Irgendwas war gerade schon wieder auf meinem Radar. So, geht doch. Aber die bringt auch halt nur 17 XP und nicht. Ja, dann waren ja irgendwie 33 und 50. Chinese Pistole nehmen wir mal mit, auch wenn die Schrott ist. Aber hier finden wir zumindest mal wieder 10mm Munition. Gefühlt wird es auch einfach nie hell, oder? Gerne kann man sehen. Gerade so hell, als ob halt so ein...
Als ob irgendwas scheint irgendwo. Ja, bei euch ist es leider nicht ganz so hell wie bei mir. Eine Sekunde zu spät, ey. Bisschen früher. Und das wäre noch ein Stealth-Kill gewesen. Aber nicht 21, keep your business. Ja, bisschen Level muss man noch. Level 7 bin ich hier noch. Friendship Station. Oh, das klingt nett. Friendship Heights. Okay. ...50 XP. Alles klar. Und Level Up. Jetzt müssten wir sogar mal Punkte verteilen können. Sehr gut. Ja, ganz hätte ich auf jeden Fall auf 100 bringen, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und dann wollte ich Science und Repair ein bisschen höher bringen. Science 50 ist dann jetzt mein nächstes Ziel, oder wollen wir es dann doch erstmal lassen? Dann machen wir Science mal 50. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Dann haben wir Science 50. Repair wollte ich nur, weil man halt da auch immer so Proben würfeln muss. Fünf Punkte Science Medicine, 5 Small Guns Repair. Ja, Intense Training habe ich halt relativ viel gemacht, weil irgendwie diese einen Special Attribut Punkte kann man relativ viel machen, gerade bei diesen Proben. Also oft ist es dann so, dass du mindestens einen Wert von 7, 8 oder 9 brauchst. Da habe ich ein paar Sachen da hochgeskillt. Swift Learner will ich eigentlich nicht, weil man Max Level hat. Die 5 auf Sneak Lockpick. Plus 1 Skillpunkt pro Buch, was man liest. Plus 50% gegen mutierte Insekten. Das ist eigentlich gar nicht dumm. 50% ist echt viel und mutierte Insekten hat man echt häufig und die sind verdammt stark teilweise. Wie die Red Scorpions. Beach und Barter plus 1. Das ist 5% auf alles. Das ist auch nicht wenig. Mehr Geld. Mehr Punkte in Vets. Ne, mehr Accuracy in Vets. Mit Pistolen. Mehr Accuracy in Vets mit Gewehren. Wobei ich da oft schon bei 90 auf 95% bin. Das bringt mir auch nicht viel. Plus 30 in Speech. Solange wie ich neutrales Karma habe. Nee, das ist Quatsch. Mehr Munition. Okay, ich glaube, wir brauchen das. Achso, das sind Sachen, die ich schon habe oder nicht benutzen kann. Achso, kann ich nicht nehmen, weil wir Stärke fehlen. Ja, mehr Munition brauchen wir. Ich glaube, da gibt es keinen. Achso, wir können 2 auswählen? Nee. Dann. Gibt auch andere Dinger, die ich gerne hätte, aber mehr Munition. Protector. Warum auch immer. Ich speichere mal. Oder speichert er automatisch bei Level Up?
Ah, die ballern hier die Supermutanten ab. Unter anderem. Ja, da kann ich ja nicht durchballern. Da können sie mich nur durchsehen. Ich weiß nicht, ob das Level, was man hat, auch den Schaden beeinflusst, den man austeilt, oder ob es da nur um das Equipment geht. Ich glaube aber, es ist nur Equipment. Oh Mann, ey. Macht zu wenig Damage bei denen. Raketenwerfer? Dein Ernst? Treffe einfach nichts. Ach komm, wenn ich dafür mache, ist einfach zu wenig Damage. Bei sich. Da. Ja. Vielleicht gehe ich eher außen rum, aber ich glaube, ich muss da rein, ne? Ah, es wird gerade hell. Ah, ich muss hier durch die U-Bahn.